Oje, oje, was macht der Markt? Wir sind immer noch ganz schön auf der Abwärtsseite unterwegs. Wir sehen das hier beim DAX-Index in der Kasse, also sozusagen am Parkett, hier immer noch in der Abwärtsseite. Wir sehen so den heutigen Verlauf hier. Das ist seit Mittag nun nicht wirklich toll anzusehen, was wir hier sehen. Im Gegenteil, wir sind hier nochmal durch die ganzen Tiefs durchgegangen und mich haben Fragen schon erreicht. Wie weit geht es denn noch? Können wir denn irgendwann mal damit rechnen, dass der Kurs wieder nach oben geht? Ja, irgendwann schon, aber wann das der Fall sein wird, das bleibt wohl abzuwarten. Gucken wir mal aufs große Bild ganz kurz nochmal zur Orientierung. Wir haben eigentlich so unser Mindestmaß schon erreicht, also es müsste nicht mehr so arg. Wir denken dran, wackelig hoch, wackelig runter, wackelig hoch, dann Schub runter. Das ist so eine klassische, wie wir sagen, Flat-Bewegung. Das ist eine Formation aus dem Elliott-Wellenbereich. Da kann man sich dran festhalten oder nicht, aber es ist zumindest mal auffällig, dass dieses ganz typische Kursmuster quasi bilderbuchmäßig gerade schon passiert ist. Und ein Ziel ist es, die Annäherung an diese Marke, wobei der Kurs, das muss man auch sagen, deutlich unterschießen darf. Das ist also nicht so außergewöhnlich und im großen Bild wäre es sogar eigentlich sehr realistisch, dass wir dabei sogar nochmal diese alten Tiefmarken, also hier das Tief, was wir hier hatten, ja, ausgerechnet nicht das, was ich hatte, machen wir es mit dem Pfeil, dass wir dieses Tief nochmal ansteuern und damit wären wir dann bei Kurse, die sogar bei Kursen unter der 9000er Marke und jetzt schon mal der Hinweis, auch ein Unterschießen wäre denkbar, also selbst eine 7 im 1000er Bereich könnte ich mir sogar noch vorne vorstellen, also das ist nicht von der Hand zu weisen, dass das geht. Keine Sorge, ich will jetzt noch keine Panik machen. Auch ist nicht sicher, ob das jetzt in einem Schwung passiert oder ob der Markt noch mal zwischendurch Luft holen muss. Das bleibt es abzuwarten. Luft holen ist das Thema. Hier sehen wir nämlich, dass der Markt ein bisschen sich aufbegehrt und deshalb gucken wir mal, was die Amerikaner machen. Das ist der Dow Jones Index, soweit wir ihn hier sehen, auf Minute, also wirklich im sehr, sehr kleinen Zeitrahmen. Das ist das, was wir seit heute Eröffnung gesehen haben, 14:30. Wir wissen, wir haben ja im Moment unterschiedliche Sommerzeiten, also Amerika eine Stunde früher dran. Und das, was wir hier so sehen, das hat so ein bisschen den Anklang. Ist das hier ein Fünfweller? Möglich. Es sieht ein wenig danach aus. Auf jeden Fall haben wir eine Chance, dass wir jetzt hier so ein bisschen nach oben kommen. Das mag dann vielleicht so anmuten, das mag vielleicht auch nur eine A, B, C geben, aber das wären alles ganz klassische Gegenbewegungen, die allerdings für den weiteren Tagesverlauf, wenn wir durch die letzten Zwischentiefs nochmal nach unten triggern, ganz wichtige Geschichte, wenn wir da nochmal nach unten triggern, haben wir eine realistische Chance, dass der Markt dann diese Bewegung sogar noch ganz schön weit nach unten fortsetzt. Ganz schön weit ist natürlich ein eher relativer Begriff. Jetzt treffe ich noch den falschen Knopf hier, diesen hier, also dass wir das hier quasi da nochmal fortgesetzt sehen und noch tiefer als das hier, also mindestens nochmal so eine 1 zu 1 Projektion wäre hier denkbar. Also, das ist aber jetzt abzuwarten. Schafft der Markt es, sich wirklich mit einer Dynamik nach oben zu entwickeln? Und damit meine ich nicht irgendwie so ein Rumgeholze, wie wir das hier haben, sondern wirklich, dass wir sehen, ey, klasse, das ist ein Schub. Und das ist ganz wichtig, die Gegenseite muss wackelig sein. Nur mal, um das im kurzfristigen Bereich hier zu haben, hier für die ganz kurzfristigen, ein klarer Schub runter und ein ganz klares Wackelding nach oben. Das hier ist eine. Auch wenn ich es jetzt wieder versaut habe, hier machen wir das so. Hier ein klassischer Trigger im Prinzip für die Short-Seite, dass sich das eben nach unten in irgendeiner Form nochmal fortsetzt. Das Gleiche können wir hier auf der größeren Ebene erwarten. Also, Hausaufgabe für uns, die wir aktiv sind aktuell, hier genau drauf zu gucken, ob der Markt uns eine wackelige Aufwärtsbewegung beschert oder nicht. Ein bisschen nochmal aufpassen. So ähnlich hatten wir das hier auch. Der Markt ist auch wackelig nach oben gegangen, aber vorsichtig. Kurz vor Börsenschluss ist es natürlich nicht besonders sinnvoll, denn aktuell über Nacht eine Position zu halten, gerade wer sehr kurzfristig denkt, der ist natürlich in einem großen Risiko. Insbesondere heute, und damit komme ich zu den Terminen von heute, 8 Uhr, nein, 22:30 Uhr, europäische, nein, deutsche Zeit genau genommen, spricht Trump. Was wird er sagen? Wir haben hier schon ein bisschen geflaxt. Wahrscheinlich, wir haben alles im Griff, macht euch keine Sorgen. Wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen, ob das dann tatsächlich so ist und ob es der Markt so aufnimmt, das werden wir sehen. Zumal wahrscheinlich auch noch die eine oder andere Aussage zur aktuellen Marktbewegung stattfindet, denn wir dürfen nicht vergessen, Trump stand, und wir haben das Wahljahr, ja in der Vergangenheit immer dafür, dass er steile Aufwärtsbewegungen an den Börsen geschaffen hat
Und dementsprechend wird er da sicherlich ein Machtwort reden. Leute, jetzt kauft ihr wieder, beziehungsweise wahrscheinlich wird das Machtwort eher Richtung Notenbank gehen. Leute, ihr müsst jetzt was tun. Denn er will ja auch wieder gewählt werden. Insofern mal abwarten, was daraus wird. Und vor allen Dingen, wie der Markt das Ganze auffasst. Da das Ganze aber nachbörslich stattfindet, können und müssen wir damit rechnen, dass es wohl ein Gap gibt am nächsten Tag. Also sprich morgen der Markt weit oben oder weit unten aufmacht. In welche Richtung? Das bleibt es wohl vorläufig abzuwarten. Kaufdruck jedenfalls ist im Moment nicht zu sehen. In diesem Sinne drücke ich die Daumen, dass heute noch ein paar schöne Formationen zu sehen sind, die den ein oder anderen Trade nochmal erlauben. Den Rest sehen wir dann in den nächsten Tagen.